Jo, moin meine Freunde, wieder herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal und ja, heute mal aus dem wunderschönen Hachioji. Ja, und heute habe ich jetzt mal die neue Wohnung eingepackt quasi. Wir sind ja umgezogen hier nach Hachioji von Tokio Innenstadt oder Harajuku und ja, ich wollte mal zeigen, wie ich lebe, wie es hier in Japan aussieht, wenn man eine normale Wohnung hat. Davor habe ich auch schon mal eine Roomtour gedreht, die ja nicht so schön war, war halt nicht groß und sonstiges. Und jetzt seht ihr halt mal, wie man normalerweise in Japan lebt und das wäre ganz interessant. Deswegen, ja, folgt mir mal. Ich mache hier mal die Tür auf, das ist unsere Wohnung hier. So, kommt da rein. Eine gute Stube. Ja, hier unten sieht man ganz üblich in Japan, man zieht seine Schuhe vorher aus, bevor man in die Wohnung reingeht. Das ist normal hier, damit man halt eben den Dreck, den man von draußen hat, nicht reinträgt. Und hier haben wir unser Schuhregal. Ja, ein paar Schüchen sind drinnen, ne? Würde ich mal sagen. Ja, und das ist jetzt erstmal hier der größte Raum, den wir haben. Das ist unsere Küche, Schrägstrich Wohnzimmer. Küche war vorher schon drin, die haben wir nicht gekauft. Das Einzige, was wir gekauft haben, waren halt eben hier sowas wie ein Reiskocher. Oh Scheiße, der ist noch heiß. Fuck. Da haben wir gerade noch ein bisschen Reis gemacht, beziehungsweise nicht Reis, sondern Wasser aufgekocht, weil wir derzeit noch keinen Wasserkocher haben. Und aufgrund dessen mussten wir halt erstmal den Reiskocher dafür missbrauchen. Ja, jedenfalls, den haben wir hier gekauft, schon längere Zeit her. Tatsächlich, guckt bitte nicht aufs Detail, der ist gerade ziemlich dreckig. Den haben wir seit letzter Wohnung nicht mehr sauber gemacht. Jedenfalls, den haben wir gekauft für 11 Euro. 15, also 1500 Yen, 11 Euro ungefähr. Wer möchte, kann auch gerne mal nachschauen. Und darunter auch gleich der von Offhouse hier. Das ist so eine Art Second-Hand-Laden. Den netten Haier-Gefrierschrank und Kühlschrank in einem. Ja, war relativ billig, noch nicht viel drin. Haben auch gerade nicht so viel Kohle. Ist ja klar, wenn man umzieht hier, ist natürlich erstmal ein bisschen ja, was dabei. Und nicht wundern übrigens, ich bin gerade irgendwie erst vor einer halben Stunde quasi aufgewacht. Deswegen sehe ich so scheiße aus. Ja, das ist die Küche. Kann man nicht viel zu sagen. Reicht für uns, also für mich auf jeden Fall. Muss man halt gucken, wie man mit klarkommt auf Dauer, aber wir haben alles, was wir brauchen. Ist jetzt natürlich nicht die modernste Küche, aber was will man auch erwarten. Ne? Wir bezahlen hier für die Wohnung in Tokio. Ist immer noch Tokio tatsächlich. Sehr, sehr billigen Preis. Also wir bezahlen jetzt 500 Euro, was für Tokio der Welt ist. Also Tokio, wer es noch nicht weiß, ist die teuerste Stadt der Welt. Das ist natürlich sehr, 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 sehr angenehme Preise. Ne? Ja, dann würde ich sagen, kommen wir hier mal ganz kurz zu der Toilette. Die haben wir hier. Kannst du mal reinfüllen. Ja, ist ganz gemütlich. Halt eine Toilette, was soll man dafür zu sagen. Ne? Was ich ganz interessant finde, kannst du ja mal oben zeigen, das blaue Zeug. Das kennt man bei uns eigentlich in der Klobrille. Da packt man da rein. Das packt man hier oben rein, weil da oben nämlich das Wasser kommt, womit man sich auch Wasser, also quasi waschen kann. Und das Wasser, womit man sich die Hände gewaschen hat, kann man dann auch gleich wieder für den nächsten Spülgang halt eben benutzen. Ja, und hier kommen wir dann zu unserem Bathroom. In Anführungsstrichen, weil wir Toilette und Badezimmer tatsächlich getrennt haben. Ja, ist ganz geil eigentlich, spartanisch eingerichtet, aber es reicht halt vollkommen. Also hier haben wir dann unseren Waschbereich halt eben, Zahnbürsten, hier ein bisschen 1 Million, riecht mal eine Runde. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal kurz in den Angriffsraum. Der ist hier. Machen wir kurz mal Licht an. Ja. Spartanisch eingerichtet, würde ich mal sagen, aber das ist halt normal, wenn man gerade umgezogen ist. Hier sieht man, wir schlafen derzeit auf Futons. Da sind hier so eine Decke darunter, dass es ein bisschen weicher wird, dann Futon und dann Bettdecke. Das ist gerade normal bei uns, auch in Japan normal. Also viele, viele Leute nutzen noch Futons. Eigentlich auch recht bequem, wenn man nicht gerade nur eins hat. Ich habe zum Glück mit drei, seht ihr ja gleich. Hier noch ein kleiner Schrank, wo wir so ein bisschen ein paar Sachen reinpacken können. Ja. Halt sehr, sehr unordentlich noch derzeit. Ist halt jetzt erstmal so. Kann man erstmal nicht ändern. Das wird sich im Laufe der Zeit auch ganz normal einebnen, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, kommen wir mal kurz hier zu unserem kleinen Balkon. Ja, nichts Besonderes, aber es reicht auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es hier ganz gemütlich eigentlich, schön grün. Hier jetzt gerade nicht so, aber wenn man in die Richtung guckt. Übrigens da vorne, nicht sehr weit von hier entfernt, ist auch ein riesengroßer Park. Da werden wir auch natürlich ein paar Videos von drehen. Super wunderschön. Kann man auf jeden Fall nur empfehlen, da mal hinzugehen. Ist übrigens auch ein Nationalpark. Also wer sich damit interessiert oder interessiert und mal nach Tokio gehen will, kann da gerne mal vorbeischauen. Hachioji Nationalpark. Gut, gehen wir wieder rein.
Ja, dann kommen wir mal zu meinem Zimmer. Das ist mein Raum. Ich mache hier mal ganz kurz Licht an, damit man das hier auch besser sieht. Ja, hier, ich habe mich halt dazu entschieden, mehr Futons zu kaufen. Einfach, weil meine Freundin hier auch manchmal pennt. Und ich habe halt keine Lust, dass wir dann irgendwie auf einer 90x2 Meter Matratze hier schlafen. Das ist mir dann irgendwie zu blöd. Deswegen habe ich jetzt 3 Futons tatsächlich mit Bettdecke und 3 Kissen, damit man halt auch ein bisschen gemütlich hat. Also ich bin super froh darüber, dass ich so gemacht habe. Besser geht es für mich eigentlich gar nicht mit 3 Futons. Da ist man eigentlich wirklich abgesichert, da hat man keine Rückenschmerzen zumindest. Obwohl, ich habe mich auch schon mal gewöhnt. Also ich glaube, wenn ich am Anfang hier gekommen wäre mit 3 Futons, wäre schon ein Unterschied gewesen. Jedenfalls, hier habe ich noch eine kleine Pflanze von Ikea, dass es ein bisschen gemütlich wird. Schon mal die erste Einrichtung gemacht. Ja, ist nichts Besonderes. Ist auch ein bisschen kaputt gegangen leider. Ja, ein bisschen zu viel Sonne abbekommen. Aber ich habe es jetzt mal reingestellt. Sieht jetzt schon mal besser aus. Ich muss mal gucken, ob die überlebt. Ich bin eh so der Pflanzenexperte, also von daher ja. Und wie man sieht hier, die hat auch hier zu Hause Ikea halt. Ne, das kennt man. Alles normal hier, mein Uberbag und sonstiges. Ja, ich würde mal sagen, jetzt kommen wir zum Herrstück unserer Wohnung. Also zumindest für mich und für Angelo. Das ist unser, ja, provisorischer Gaming Room. Kommt mal rein. Hier, ja, was soll man sagen? Ist jetzt nichts Besonderes. Wir haben gerade hier unsere Rahmen gemacht. Wenn man natürlich nicht so viel Geld hat, muss man natürlich auf Instant-Nudeln zurückgreifen. Sind aber trotzdem recht lecker, würde ich mal sagen, und kann man auf jeden Fall essen. Also ich hatte damit kein Problem bisher. Ich mache mal jetzt das Licht an, dass man hier besser sieht. Ja, das ist erstmal meine Ecke hier vorne. Da ist halt meine Kommandozentrale quasi gerade. Sieht auch nicht super aus. Ich habe ja noch andere Rahmen, die ich gerade gemacht habe. Ja, die sind schon ja, ein bisschen länger schon am Brodeln. Jedenfalls, das ist mein PC hier unten. Ja, was soll man sagen, ist halt alles sehr, sehr provisorisch. Also nimmt es mir nicht übel, wenn es jetzt nicht krass aussieht. Wir wollen ja auch ein bisschen Ideen reinmachen. Und hier ganz lustig eigentlich, bin ich auch ganz stolz drauf eigentlich. Nehmen wir das mal hier runter. Das ist mein Schätzchen. Mein Louis Vuitton, ja, Karton. Ist nichts drin leider. Aber den habe ich gefunden im Hotel und ich habe mir gedacht, den muss ich mir nach Hause nehmen, weil... Also ich mag schon Sachen von Louis Vuitton, aber ich kann sie mir niemals leisten, zumindest jetzt und jetzt derzeit nicht. Und dachte mir, ja gut, der Karton, da kann man ein bisschen mit flexen, ne? Aber ja, fand ich ganz nett mitzunehmen, bin ich stolz drauf, gefällt mir sehr gut. Und vielleicht kann ich mir irgendwann mal auch was Louis Vuitton gönnen, ne? Ja, dann kommen wir zur Anschlussseite hier. Dieses Licht habe ich mir mal geschenkt, das habe ich aus Thailand mitgebracht. Ebenso wie diese Figur und so. Leider ist meine Licht hier auch drüben. Allerdings, es funktioniert normalerweise auch, es leuchtet normalerweise auch. Allerdings, wie man sieht, ist der Kopf einfach geköpft, letztes Mal Umzug leider kaputt gegangen. Ja, Son Goku, es tut mir leid. Was soll man machen, so ist es. Und wie man sieht hier unten auf dem Boden, hier hat man normalerweise Tatami-Boden. Und der Tatami-Boden ist sehr, sehr anfällig für ja, etliche Beschädigungen. Und deswegen haben wir halt eben hier, wie man schon sieht, Pappe aufgelegt, dass man, wenn man hier mit den Stühlen rübergeht, halt nicht so viel, ja... den Boden zerstört. Man sieht ja schon leider einen Kratzer zum Beispiel auf dem Boden. Oh, das waren meine Knie, alter Schwede. Jedenfalls, der sollte halt eben nicht kommen und auf das Grund dessen haben wir eben die Pappe. Und die Pappe hält eigentlich ganz gut. Man kann auch mal runter gucken, da ist jetzt nichts zu sehen von dem Stand im Boden, dass da irgendwelche ja, Beschädigungen sind oder sonstiges und der ist halt eben arschteuer und deswegen. Ja, kommen wir mal ganz kurz zu den Preisen, finde ich ja ganz interessant immer. Also wir sind ja Sparfüchse, ne? Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir nehmen eigentlich das Billigste von allen, was aber trotzdem noch funktioniert. Hier der Tisch, beide Tische haben wir gleichzeitig gekauft, haben wir von Ikea gekauft. Übrigens, wenn ihr da Bock drauf habt, bei Angelo, also der hinter der Kamera gerade, Lizard, der hat jetzt ein Video rausgehauen oder am Samstag kommt das raus. Da wird er dann erklären oder zeigen, wie wir diese Tische nach Hause bekommen haben. War natürlich eine ganz schöne Tortur. Jedenfalls, Link ist in der Videobeschreibung. Ja, und diese Tische haben gerade mal 4.000 Yen gekostet, was ungefähr so umgerechnet 33 Euro sind. Also jeder einzelne, was halt für Ikea-Preise also wirklich super top ist. Also ich habe noch nie einen billigeren Tisch gehabt. 9 vor allen Dingen. Ja, die Tische, sag ich schon, die Stühle, die haben wir auch geholt. Erst vorgestern, ne? Ja. Vorgestern. Und zwar tatsächlich auch für 11 Euro. Also da bin ich auch echt stolz drauf. Also die Stühle sind absolut bequem. Also für den Preis kann man echt nichts sagen. Es waren genau 2 davon da. Es gab noch welche mit Lehnen, die waren aber nicht so gut. Und genau die beiden haben wir gesehen, dachten wir, nehmen wir mit. Das ist halt erstmal überhaupt etwas, ne? Also für 11 Euro kann man eigentlich gar nicht meckern. Ist ja alles sehr, sehr provisorisch derzeit. Aber so ist es nun mal. Ja, und dann würde ich mal sagen, kommen wir hier mal eben zu dem Einbauschrank. Das ist eigentlich auch jede Wohnung. Ja, hier sieht man halt die ganzen Kartons, die wir haben.
hier so ein bisschen Werkzeug und ich weiß gar nicht, was das ist. Ach, dein genau, Grafiktablet. Ja. Ja, die Jacken, die man eh gerade nicht braucht für Winter und sonstiges. Staubsauger und bla bla bla. Alles so, was man hier nicht gerade braucht, was man nicht so gerade draußen irgendwie rumstehen lassen will. Und das war's eigentlich schon wieder mit der Roomtour. Ich wollte euch eigentlich nochmal einen kleinen Überblick geben, wie es hier aussieht. Und ich finde, für meine Verhältnisse reicht das erstmal vollkommen aus. Also im Vergleich zu vorher. Ich meine, falls ihr das letzte Video mal gesehen habt, wo ich meine Roomtour gefilmt habe, die war natürlich im Vergleich überhaupt nichts. Und ja, somit würde ich mich sagen, verabschieden wir uns erstmal wieder. Haut rein, meine Freunde. Bis demnächst. Und ja, stay tuned. Haut rein.